Dies ist ein Projekt von Bremer Architekturstudenten, die ultimative Antwort auf hohe Benzinpreise und Umweltzonen in der Innenstadt. Zu Fuß fahren. Einfach, aber doch genial, denn man kann das Fahr- oder besser gesagt Laufzeug auch noch in die Fußgängerzone lenken. Der Sinn erschließt sich den Passanten nicht auf den ersten Blick. Grundsätzlich ist es so, dass sich ja der Fußgänger dem Autoverkehr immer unterordnet. Und wir wollen einfach hier jetzt mal die verschiedenen Verkehrsteilnehmer eben konfrontieren mit der Situation. Und wie man auch sieht, sie gehen uns alle freiwillig aus dem Weg. Das heißt, auch selbst hier, wo eigentlich eine Fußgängerpassage ist, geht man uns aus dem Weg, weil wir ein Auto darstellen. Klappt hervorragend, die nicht fahrenden Fußgänger weichen aus. Außerdem können sich die Zu-Fuß-Fahrer auch noch ganz praktisch in den Straßenverkehr einordnen, auch wenn das Vehikel nicht mit Beschleunigungswerten oder PS-Stärke glänzen kann. Dafür verbraucht es wenig. Größere Behinderungen hat die Aktion nicht verursacht. Die Bremer nahmen sie mit stoischer Gelassenheit. Fußgängerampeln, das sind gelegentlich Verkehrszeichen mit Selbstbedienung. Fußgänger drückt, wenn er grün haben will, und wartet und wartet und wartet. Und während der Wartezeit wünscht er sich vielleicht, ach, müssten doch die Autofahrer drücken, um grün zu kriegen. Heute wurde Fußgängers Traum für ein paar Stunden lang Bremer Wirklichkeit. Susanne Brahms. Bitte drücken, aber Achtung, verkehrte Welt. Heute müssen sich an dieser kleinen Straße nähe Bahnhof mal die Autofahrer bemühen, an den Knopf zu kommen, um die Ampel grün zu schalten. Eine Aktion von Bremer Architekturstudenten. Die Autofahrer sollen als schwächster Verkehrsteilnehmer jetzt dargestellt werden. Ich kann da jetzt gar nicht dran. So. Die Aktion? Finde ich gut. Was möchten Sie? Ich möchte gar nichts. Sie müssen auf den Knopf drücken, sonst wird die Ampel nicht grün. Hä? Sie müssen bitte den Knopf drücken, um grünes Licht zu erhalten. Dankeschön. Unverständnis war noch eine milde, eher seltene Reaktion. Viele Autofahrer konnten gar nicht fassen, was ihnen da zugemutet wurde. Lass mal fragen, wie finden Sie die Aktion? Können Sie mal von mir drücken? Bitte drücken Sie den Knopf. Ich hab nicht so einen langen Arm. Hier, guck mal. Ja, doch. Wie viele sind denn schon mal rot rübergefahren? In einer Stunde 10 Autofahrer, nur in die Richtung. Jeder siebte Liter Sprit im Stau verpulvert wird. Wir tun gut was für die Umwelt. Verkehrte Welt, Autofahrer als Umweltengel. Ab 12 Uhr war an dieser Stelle der Normalzustand wiederhergestellt und die Aktion zu Ende. Wann wollt ihr die Schilder denn dran machen? Das ist ja gleich 10 Uhr. Ja. Wenn Sie dann die Ampel umstellen, dann programmiere ich die Ampel und Sie machen die Schilder. Die Mission ist klar. Die alte Ampelanlage wird um Punkt 10 Uhr ausgeschaltet und die provisorische Baustellenampelanlage um Punkt 10 Uhr angeschaltet. Für Volker Marwede ist das nichts Ungewöhnliches. Das macht er mindestens zweimal die Woche. Doch dieses Mal ist alles anders. Normalerweise wird dieser Drücker an der Ampel selber befestigt für den Fußgänger. Und wir haben es jetzt einfach mal umfunktioniert und für den Kfz-Fahrer so stationiert, dass er da gut rankommt. Der Drückknopf für die Autofahrer sitzt auf einem Metallpfeiler. Nur das lange Kabel verrät, dass der Knopf zur Autofahrerampel gehört. Die ersten Autofahrer, die an die Ampel ranfahren, warten, warten und warten. Hä? Ist die Ampel kaputt? Wo muss ich drücken? Das ist ein Witz, nicht sowas. Übel, wie soll man da rankommen? Nee, jetzt wirklich aussteigen oder ist es jetzt ein April-Scherz? Dummes Zeug ist das, was Sie erzählen. Ja, ganz so dummes Zeug ist es nun auch wieder nicht, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick so aussieht. Die Architekturstudenten von der Hochschule Bremen haben das Projekt mit ihrem Professor genau ausgetüftelt, sagt Student Andreas Lenner. Und zwar war die Idee, dass der Fußgänger eben heutzutage weitgehend benachteiligt wird im Straßenverkehr. Eben, dass er fast jede Ampel drücken muss, um darüber zu gehen. Und das wollten wir eben umdrehen. Diese Benachteiligung, sprich der Stärkere, das Auto, wird wieder zum Schwächeren und der Fußgänger im ursprünglichen Sinn wieder zum Stärkeren, zu Fuß. Und der Autofahrer muss dann eben die Taste drücken, um ein grünes Signal zu bekommen, um dann wieder freie Fahrt zu bekommen. Dass sie Teil eines Experiments sind, das wissen allerdings die wenigsten Autofahrer an diesem Morgen zu schätzen. Viele wollen einfach nur wie gewohnt Auto fahren, so wie dieser Taxifahrer. Die neue Regelung, die finde ich nicht gut. Da habe ich keine Zeit für. Das kostet meinem Fahrgast Geld. Eher unpraktisch. Für uns arbeitende Bevölkerung nervig. Andere wiederum versuchen, die Rotphase an der Ampel mit Aussitzen durchzustehen.
Aussteigen? Auf gar keinen Fall. Ich meine, wenn jetzt das die ganze Zeit rot ist, werde ich das wohl müssen. Ah, da hat jemand gedrückt. Das ist ja praktisch. Dankeschön. Muss man nur Fußgänger finden, die auch mal für die Autofahrer drücken. Das ist doch super. Nach 2 Stunden intensivster Beobachtung ziehen die Architekturstudenten Andreas und Edith Bilanz. Ich habe schon erwartet, dass die Autofahrer nicht so begeistert sind davon. Ja, es läuft, stellenweise läuft es gut und stellenweise hakt es ein bisschen. Das ist natürlich eine ungewöhnliche Situation für die Verkehrsteilnehmer, sprich die Autofahrer. Und ab 12 Uhr lief dann auch alles wieder ganz normal in der Parkallee, nachdem Volker Marwede die provisorischen Baustellenampeln wieder abmontiert hatte. Den Steuerzahler hat das Ganze im Übrigen nichts gekostet. Die Hochschule Bremen hat alle Kosten übernommen.